Von Baggern bis hin zu Panzern. Wie der erste T-34 aus dem Werk Uralmarsch herauskam. Alexei Isajew über die Ereignisse der Mobilisierung der Industrie der UdSSR am Beispiel eines Giganten der Industrie. Am 22. September 1942 rollte der erste T-34-Panzer, der vollständig in diesem Werk gefertigt wurde, aus den Toren der Uralmarsch-Fabrik. Dies ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Uralmarsch-Zavod, Uralwerk des schweren Maschinenbau, bis zum Sommer 1941 überhaupt keine militärischen Produkte produzierte und nicht einmal einen Mobilisierungsplan hatte im Unternehmen, also einen Plan zur Umstellung der Produktion auf Rüstung im Kriegsfall umzustellen. Vom allgemeinen Zweck zum Militär. Während der Industrialisierung des Landes wurde das Uralmaschwerk in der Stadt Sverdlovsk im Ural speziell für die Bedürfnisse der Eisenmetallurgie gebaut und war dem Volkskommissariat des schweren Maschinenbaus unterstellt. Oft wird die Industrialisierung der 1930er Jahre als rein auf Militär getrimmte Umstellung der Industrie mit dem Fokus auf den Bau von Panzer, Artillerie und Flugzeugfabriken dargestellt. Aber in Wirklichkeit war das nicht der Fall. Denn es wurde die Branche für allgemeine Zwecke geschaffen, die natürlich auch für militärische Produkte da war, wie auch in jedem anderen Land bis dahin. Insbesondere wurde Uralmarsch zunächst auf die Produktion großer Walzmaschinen, Minen und Schmelzofenprodukte getrimmt. Darüber hinaus produzierte die Fabrik leistungsstarke Bagger. Der Beginn des großen Vaterländischen Krieges zwang die Führung der UdSSR jedoch, alle Vorkriegspläne zu überdenken. Zunächst galt es, die großen Verluste an Kriegsgerät auszugleichen. Zweitens drohte durch die Eroberung von Gebieten durch die Deutschen im europäischen Teil der UdSSR der Verlust wichtiger Fabriken der Militärindustrie. Um dies zu kompensieren, könnte die Evakuierung der Maschinen und Anlagen der Rüstungsfabriken nach Osten erfolgen. Am 19. September 1941 wurde Uralmarsch dem Volkskommissariat der Panzerindustrie untergeordnet. Damals leitete der noch nicht einmal 40-jährige Boris Musrukow den Industriebetrieb. Zunächst wurde das Werk auf die Produktion von Rümpfen und Türmen für schwere KW-Panzer umgestellt. Im Wesentlichen war das die Mobilisierung des Unternehmens. Die Produktion von Panzern führte einige technische Schwierigkeiten mit sich, die es von Grund auf zu lösen galt. Uralmarsch hatte eine Menge spezifischer Ausrüstung, die für den Bau von Panzern nicht anwendbar war. Daher war es notwendig, hastig einen bedeutenden Umbau der Werkstätten durchzuführen, den Maschinenpark neu zu ordnen und ihn mit einer großen Menge an Ausrüstung von außen aufzufüllen. Die evakuierten Fabriken wurden zur Hauptquelle. Der Übergang zum T-34. Ab dem 17. März 1942 begann Uralmarsch mit der Produktion von T-34-Rümpfen und Türmen. Im Juli desselben Jahres entließ Josef Stalin den Volkskommissar für die Panzerindustrie Wjatscheslaw Malyschew und ernannte an seiner Stelle Isaac Salzmann, den erfolgreichen Direktor des Kirower Werks. Stalins Beanstandung gegen Malyschew war die Nichteinhaltung des Plans der Produktion von T-34-Panzern, die zu diesem Zeitpunkt die Basis der Panzertruppen und das kampfstärkste Modell der sowjetischen Panzertruppen wurde. Die Situation von Salzmann erschwerte in dem Moment die Bedrohung der Produktion der T-34 in Stalingrad. Die Gefechte liefen bereits in der Nähe der Stadt,
Dies veranlasst Salzmann, sich mit einem Vorschlag an Musrukow zu wenden, den T-34-Panzer bei Uralmasch komplett herzustellen. Boris Musrukow willigte ein. Am 28. Juli 1942 wurde der Befehl erlassen, den T-34 komplett bei Uralmasch zu fertigen. Der neue Volkskommissar Isaac Salzmann hatte einen durchaus vernünftigen Plan, um Stalins Forderung zur Steigerung der Panzerproduktion umzusetzen. Das Moskauer Werk Nummer 37, das leichte Panzer produzierte und nach Sverdlovsk evakuiert wurde, wurde mit Uralmasch zusammengelegt. Die Produktion von leichten Panzern in diesem Werk wurde eingestellt. Musrukow gründet unterdessen in Uralmasch eine Montagehalle, installiert die notwendige Ausrüstung und baut Schmalspurgleise für den Transport von Panzern während des Montageprozesses. Das größte Problem dabei war die hohe Auslastung der Gießereien. Doch es wurde eine Lösung gefunden. Anstatt den T-34-Panzerturm zu gießen, wurde beschlossen, ihn mit einer einzigartigen, leistungsstarken Presse mit einer Kraft von 10.000 Tonnen aus einer 45 mm dicken Stahlplatte zu pressen. Solche Türme kosteten zwar doppelt so viel wie gegossene, aber das Land brauchte Panzer um jeden Preis. Außerdem war die Festigkeit des gestanzten Turms sogar höher als die des gegossenen. Die Türme in Uralmasch für den T-34 mit charakteristischen abgerundeten Ecken ist beispielsweise in dem sowjetischen Film Javornok, die Lerche, zu sehen. Später wurde Uralmasch mit der Herstellung von Selbstfallerfetten beauftragt. Sie hatten die Hauptwaffe in einem festen gepanzerten Aufbau, wodurch das Problem der fehlenden Kapazitäten zum Gießen von Türmen gelöst wurde. Eine weitsichtige Entscheidung. Die ersten 5 T-34 Panzer in Uralmasch wurden am 21. September 1942 der militärischen Abnahme übergeben. Schon am nächsten Tag verließen sie die Werkstätten und wurden zur Roten Armee geschickt. Die Herstellungsrate hat ständig zugenommen. Im November 1942 produzierte der Industrieriese bereits 101 Panzer. Insgesamt wurden dort bis Ende 1942 ganze 267 Panzer T-34 produziert. Die Entscheidung, Uralmasch in die Produktion des T-34 einzubeziehen, erwies sich als weitsichtig. Am 23. August 1942 erreichten deutsche Panzer die Wolga und die Produktion von T-34 in Stalingrad wurde komplett eingestellt. Dank der Kapazitäten von Uralmasch und Tscheljabinsker Fabrik Tankograd, die an der Produktion des T-34 beteiligt waren, konnte die Produktionsrate dieser Panzer jedoch aufrechterhalten werden. Dies ermöglichte einen Nachschub der Panzer für die allgemeine Gegenoffensive der sowjetischen Truppen im Winter 1942-1943. In dieser Hinsicht ist es nicht verwunderlich, dass nach dem Krieg der Direktor von Uralmasch, Boris Musrukow, der die schwierigsten organisatorischen und technischen Aufgaben erfolgreich bewältigte, entsandt wurde, um das sowjetische Atomprogramm zu entwickeln. 1947 wurde er Direktor des Werks Nummer 817, heute das Unternehmen Majak, in der Region Tscheljabinsk, wo Plutonium für Atomladungen hergestellt wurde. Anschließend wurde Musrukow zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des sowjetischen Atomprojekts. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ich hoffe, das war interessant. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Oder was euch gefallen hat vielleicht auch. Adios, muchachos.